Freunde, herzlich willkommen im Prozessorwelten zum weiteren Video, zu einer weiteren Produktvorstellung. Und zwar habe ich mir für Star Citizen, ich bin kein Profispieler, nicht, ich bin Gelegenheitsspieler, einen Joystick gekauft, weil mit Maus und Tastatur fliegen, das ist dann doch ein bisschen nervig auf Dauer. Also habe ich mir gestern noch kurz im Mediamarkt einen Joystick geholt. Das ist ein Low-Budget-Joystick, das ist ein unterste Ebene quasi, es ist kein Hotas-System, also wir haben hier keinen Schubregler dabei. Wollte ich auch nicht, beziehungsweise jetzt noch nicht, vielleicht werde ja irgendwann so lange und so oft und intensiv Star Citizen spülen, dass ich sage, du, ich brauche jetzt halt unbedingt High-End-Joystick-System. Aber vorerst reicht mir der Logitech X-Trin 3D Pro vollkommen aus und den packen wir jetzt mal schnell aus und schauen wir uns an. Hat übrigens 47 Euro gekostet beim Mediamarkt. Und für Gelegenheitsspiele eigentlich das Optimum. Joystick ist drin in der Shop-Verpackung. Und die Anleitung ist drin. Naja, wer es braucht, ich brauch's nicht. So. Holen wir mal raus. Und da ist er nun. So, und da steht er nun, der Logitech X-Trin 3D Pro Joystick. Ihr habt alles am Joystick, was man braucht. Schubregelung, also ein Gas und Gas weg. Ich habe ihn schon getestet in Star Citizen, funktioniert einwandfrei. Ab und zu haben wir ein leichtes Anti-Ghosting drin. Da müssen wir halt ein bisschen kurz nachkorrigieren, damit das Schiff wieder gerade steht. Ist aber für mich jetzt an und für sich überhaupt kein Problem nicht. Ihr habt hier 6 Tasten, hier 4. Hier oben habt ihr noch so einen kleinen Joystick, wo man zum Beispiel die Sicht ändern kann. Vorne ganz klar, Feuertaste, Joystick üblich. Ihr könnt skieren. Ja, und hier oben habt ihr auch noch Tasten und hier auf der Seite. Da ist auch noch eine. Und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Der Joystick besteht komplett aus Plastik. Also kein Aluminium oder sonst irgendwas. Die Steuer, also bzw. der Gasregler, lässt sich mit einem leichten Widerstand schalten. Manche empfinden den Widerstand als zu gering. Ich muss sagen, er ist ausreichend. Man kann einen Schub damit sauber dosieren. Bei den Tasten, die reichen mir auch vollkommen. Okay, man muss dazu sagen, bei Star Citizen, da braucht man wahrscheinlich einen Joystick mit 50 Tasten, damit man alles sauber belegen kann. Hier muss man halt dann Keyboard und Maus wieder mit einbeziehen. Maus ja sowieso und das Keyboard muss man halt dann ein paar Sachen aufs Keyboard bzw. auf dem Keyboard belassen. Ein paar Steuerungen und die, wo man also wirklich sehr oft braucht, die programmiert man halt quasi hier auf diese 6 Tasten rein. So, um einen Joystick haben wir 5 Tasten. Hier links 2, rechts 2, oben hier, wie gesagt, da kann man dann die Sicht steuern oder kann man frei programmieren, egal für was man halt einfach das will. Hier auf der Seite haben wir auch noch einen kleinen Taster. Der da, auf dem habe ich einen Afterburner gelegt bei Star Citizen. Und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Wie gesagt, der ganze Joystick befindet sich aus Plastik, aus hartem Kunststoff. Macht aber an und für sich einen wertigen Eindruck und der steht sehr gut auf dem Tisch. Also ich kann bewegen, ohne damit ich nach unten drücke. Er bleibt wirklich fest stehen. Hat unten mit 6 Gummis drauf, 4 Stück außenrum. Wenn du ihn dann hinstellst, dann steht er wirklich fest. Also er steht wirklich gut auf dem Tisch. Du brauchst euch da nichts denken, dass er euch wegrutscht. Aber wenn du mal härtere Steuereingaben macht und er liegt da wirklich gut in der Hand. Ich greife mir jetzt mit der linken Hand, weil ich bin eigentlich Rechtshändler, aber es geht nicht anders. Und man kann ihn wirklich sauber steuern. Ich darf sagen, für Gelegenheitsspieler. Und zum Beispiel ist dann auch für einen neuen Flight Simulator, wo ich mir holen werde, werden wir sehen, inwiefern, dass ich den verwende. Aber wenn jetzt ich eigentlich täglich Spiele spiele, wie Flugsimulator und so Zeug, dann würde man vielleicht schon einen Hotas nehmen, dann würde man schon einen teureren Joystick nehmen. Aber wie gesagt, bei mir braucht es das nicht. Mir reicht ja vollkommen aus. In dem Sinne, Leute, war es das zum Review vom Logitech X-Trin 3D Pro. Ich würde sagen, ein Gelegenheits-Joystick. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal.